So, da waren jetzt einige Namen dabei. Vielleicht. Ich könnte einen anderen Namen draufschreiben. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A New Beginning. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, Vorbereitungen getroffen gehabt, dass wir funken können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich lese jetzt mal das Papier Das hier. ist eine Anweisung an den Funker. Ein Eirik Harkonnen soll sich dringend in der Lagerhalle melden. Ah, okay. Ja, dann gib mir die mal dem Funker. Öffnen. Ja. Ich muss los. Bis dann. Okay, ungünstig. Ich könnte einen anderen Namen draufschreiben, aber welchen? Ich kenne hier doch niemanden. Ah, okay. Dann müssen wir jetzt also einen Namen herausfinden. Ich bin's wieder. Hey, Faye. Bis später. Jojo. Okay, dann Chosen. Wir versuchen also einen Namen rauszufinden. Vielleicht den von. Wie heißt der Doc? Wie heißt der Doc? Vielleicht können wir das aus ihm herauskitzeln. Ich dachte, ich hätte sie auf ihre Kabine geschickt. Dann gehe ich eben wieder. Ich denke nur an ihre Gesundheit. Okay, von ihm direkt kriegen wir es nicht heraus. Das ist der Raum, okay, der bringt uns jetzt nicht mehr, denke ich. Die Tür ist zu. Oder kann ich in den Akten wühlen? Zu, aber ich will da auch gar nicht wieder rein. Kann ich mit ihm reden? Vielleicht kriege ich es ja von ihm raus. Was gibt's? Bis dann. Ja, trau. Nee, das ist, bringt mich nicht weiter. Die sendet nicht mehr. Nee, absolut nicht. Da geht auch nichts Neues. Wir brauchen auf jeden Fall einen Namen. Kriegen wir den innen raus irgendwie? Nee. Ich meine, hier gibt es so viele Dokumente, es hätte ja sein können. Dann gehen wir halt jetzt nach unten und schauen mal, was wir sonst noch so in Erfahrung bringen können. Was für ein wie es wohl. Die Nachricht. Herzlich willkommen auf der Forschungsstation Atlas 11, dem Zuhause der international geschätzten Svensson-Hinrichs-Cyanobakterie. Mahlzeiten sowie Kaffee und Kuchen werden rund um die Uhr in unserer wunderbaren Kantine im ersten Stock serviert. Wenn Sie mit dem Festland telefonieren möchten, kontaktieren Sie bitte unseren leitenden Funker auf dem Dach. Wenn Sie sonst etwas brauchen oder vermissen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an mich, Barney Flint. Zweiter Stock, hinterste Tür, einfach klopfen. Im Namen des gesamten Teams, Duve Svensson und Lissa Hinrichs, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele lehrsame Stunden. Gezeichnet, Barney Flint, Managing Director. So, da waren jetzt einige Namen dabei. Vielleicht. Ich könnte einen anderen Namen draufschreiben, aber welchen? Ich kenne hier doch niemanden. Och, stell dich nicht so an. Nein, geht wegen Umbau nicht schlimm. Mann! Und kann ich hier jetzt rein? Der Typ ist jetzt weg. Es soll wohl. Das ist das Geländer, die Zeitpunktantenne, eine Kiste, die mir nichts bringt und noch eine Antenne. Sie ist jetzt Teil meiner Zeitfunkantenne. Kann ich dann nochmal funken? Vielleicht mir die Infos aus der Zukunft holen? Hallo? Paradoxonmäßig. Sadi? Delvin? Bitte kommen. Hier ist Faye. An meinem Funkgerät kann es nicht liegen. Hoffentlich ist Ihnen nichts passiert.
Die Zeitfunken ist sowieso so paradox, ne? Ja, aber, hä? Ja? Ich muss los. Okay. Das bringt auch nichts. Kann ich vielleicht dem Koch einfach mal das Blatt Papier und den Stift in die Hand drücken und ihm sagen, schreib? Nein, das wird doch nur fettig. Du machst mich fettig. Du hast so viele Namen bekommen und willst sie nicht draufschreiben. Ich habe ja meine 24, ne? Ich habe ja meine 24. Vielleicht kann ich jetzt hier, wenn ich das Papier mit dem... Nö. Nee, schade. Und wenn ich hier das Papier mit der Arbeitsecke... Keine Ahnung, wie. Och. Und wenn ich jetzt, vielleicht kann ich ja was belauschen. Papierfetzen. Ach so, da ist ein... Okay, den habe ich vorher nicht gesehen. Vielleicht kommen wir da ja irgendwie ran. Halt, das ist hier Mitte. Mitte. Das muss der Zettel sein, den dieser glatzköpfige Mann runtergeworfen hat. Hey! Immer das Gleiche, so tollpatschig kann ich doch gar nicht sein. Ja, wie wir daran kommen, wissen wir, aber wie ich diese Spiele von Daedal kenne, sind bis dahin doch längst die Möwen dran gewesen. So einfach kann es doch nicht sein. Doch? Was? Wer seid ihr und was habt ihr mit Daedal gemacht? Das ist ein benutztes Taschentuch. Kellerman und Partner. Anwälte. Sie sollten sich doch ausruhen und nicht fröhlich die Fassade hoch und runter klettern. Ein für alle Mal. Mir geht es gut. Pff, was für ein Sturkopf. Was? Ich sagte, machen Sie doch, was Sie wollen. Gucken Sie sich die Bohrinsel an, klettern Sie über Rohre, springen Sie aus Fenstern. Aber kommen Sie nachher nicht angerannt, wenn es Ihnen wieder schlecht geht. Garantiert nicht. Dann haben wir das ja geklärt. Ja, eindeutig. Kann ich jetzt hier... Ich könnte einen anderen Namen draufschreiben, aber welchen? Ich kenne hier doch niemanden. Hm. Das bringt nichts. Ich brauche mir keine Notizen zu machen. Bisher konnte ich mir alles sehr gut so merken. Ja, aber was bringt mir das Taschentuch? Geht. Ein benutztes Taschentuch aus Stoff. Hoffentlich brauche ich es nicht und kann es bald wieder wegwerfen. Was bringt mir jetzt das Taschentuch? Das ist jetzt die Frage. Kann ich jemanden irgendwie... Kann ich den krank machen, damit der Doc sich um ihn kümmern muss? Nein, das wird doch nur fettig. Ich komme nicht ran. Hm. Das ist, Ich kann den auch nicht irgendwie überreden, ne? Das ist die einzige Person, die mir gerade einfällt. Es sei denn natürlich, ich gehe nach oben und versuch's mal dem Funker zu geben. Nö. Und wenn ich's dem Oggi gebe? Nee. Diese Frau, ey. Die macht mich noch fertig. Wenn ich hier... Wo sollte ich denn das hinschicken wollen? Keine Ahnung. Das frag ich dich. Kann ich an die Tür einfach ranbeppen? Was auch immer das bringen sollte. Ach nee. Und wenn ich es einfach dem Doc gebe? Oder... Ist der jetzt einfach weg? Wenn ich den Saboteur finden will, dann muss ich zum Arbeiterbereich. Na, hoffentlich ist der Weg dorthin ausgeschildert. Der ist jetzt einfach weg? Maschinenraum. Okay. Oh, coole Musik.
Schade, schon wieder vorbei. Okay, was haben wir hier? Nein, nicht noch mehr Werkzeug. Ich habe die Nase voll von Reparaturen. Ist egal, du musst... Kann ich jetzt durchsuchen? Ja, erst leer. Dann müssen die Maschinen heute wohl ohne mich auskommen. Oh, die armen Maschinen. Okay. Spind 1. Ob ihr wirklich richtig steht. Wie unsere Kleiderschränke daheim. Verschlossen. Spind 2. Der Spind von Joseph war immer voll mit alten Schulbüchern. Verschlossen. Vielleicht Nummer 3. Dina sammelte seltene Steine und buntes Glas. Ihr Spind war der farbenfroheste von allen. Okay. Verschlossen. Und Nummer 4? Hadis Spind war immer leer. Er bevorzugte Stühle und den Fußboden. Auch nicht. Oder? Verschlossen. War klar. Was, Milch? Ich dachte, das ist Gift. Egal. Vorarbeiter. Er sieht zufrieden aus. Ja, das ist schön für ihn. Guten Tag. Hallo, ich habe eine dringende Frage zu einem der Arbeiter. Fragen Sie. Es ist ein Anschlag auf die Bohrinsel geplant und einer der Arbeiter soll ihn ausführen. Wo haben Sie das denn her? Ich war gerade am Heliport, als ich zufällig ein Gespräch mitbekommen habe. Ein kleiner Kerl mit Glatze gab einem Arbeiter die Anweisung. Einen Moment. Ich denke gerade nach. Trug dieser Arbeiter eine Augenklappe? Ich weiß es nicht. Aha. Sie haben sich die Geschichte bloß ausgedacht. Sie wollen, dass ich die Bohrinsel evakuieren lasse und Sie dann den Laden übernehmen? Nein, das stimmt doch gar nicht. Ich mach doch nur Spaß. Sie müssen mir schon Beweise bringen, bevor ich Ihre Geschichte glaube. Bitte. Ich muss wissen, wo der Verdächtige gerade arbeitet. Sie wissen doch noch nicht einmal, um wen es sich handelt. Bringen Sie mir erst Beweise, dann helfe ich Ihnen. Warum arbeitet der Mann im Maschinenraum nicht? Lassen Sie sich nicht täuschen. Magnus ist einer meiner besten Schweißer. Er ist nur manchmal etwas schwierig, wenn er alleine arbeitet. Leider hatte sein Kollege heute Nachtschicht und macht gerade Feierabend in der Kantine. Der Schweißer arbeitet also ungern alleine? Mir ist das manchmal auch ein Rätsel. Warum fragen Sie nicht seinen Kollegen in der Kantine? Vielleicht kennt er das Geheimnis. Ich komme später wieder. Tun sich keinen Zwang an. Ich werde hier sein. Okay, wir wissen also jetzt, dass wir anscheinend ab jetzt, nämlich dadurch, dass wir das getriggert haben, einen Kollegen in der Kantine anreden können. Aber ich würde sagen, ob der da ist und was wir von dem rausbekommen, das schauen wir uns im nächsten Part an. Für diesen hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part und würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt, Let's Play A New Beginning. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.